Weiter geht's bei Two Point Campus. Wir bauen die Universität unserer Träume. Und ihr seid natürlich auch mit dabei, Professor Navira und natürlich auch der gute Rambo. Und viele andere sind mit dabei. Willow Weber, ich glaube, du warst schon dabei. Bei Mr. de Graaf ist dabei. Alf ist dabei. Und natürlich auch Snow White and the Huntsman. Snow White in dem Fall. Okay, also, wir sollten hier noch ein paar Hausmeister einstellen. Wir gucken uns das mal an. Erstmal müssen wir diese Vorlesung hier überstehen. Hallo, hier ist Ricky Hawthorne auf Radio Two Point. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, führen nachrichtenarme Zeiten zu unnötigen Fragen? Lassen Sie sich das nicht entgehen. Also diese Nachrichten sind einfach nur Hinweis, herrlich, wer schläft denn der da? Campus ist nicht dafür. Nein, wie cool ist das denn? Ein Clown. Piper McGuffin. Ja. Lachstoff, Merkmale, Lachstoff, stählerne Blase. Und er steht hier vor der Tür. Ernsthaft, du gehst einfach durch die Tür durch. So, wer bist du, mein Bester? Du bist Felix. Okay, du willst ein bisschen studieren. Das ist okay. Pipi gemacht wird auch schon geduscht. Gucken wir mal da rein. Genau, da wird Pipi gemacht. Okay, geduscht wird auch schon. Sehr schön. Und die sind sogar schon auf Stufe 4. Wir gucken uns mal die Studenten an. Die sind schon ganz schön weit. Note 50%, Level 4. Ich frage mich, warum die noch nicht weiterkommen. Aber das sehen wir dann. Monatlicher Gewinn. 11.000. Wow. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Diese Studierenden sehen schon viel schlauer aus. Je besser sie sich schlagen, desto größer wird dein Budget. Ja, das ist irgendwie das cool. Du erhältst Studiengebühren vor allem von allen Studierenden, die sich am Campus in Studiengänge eingeschrieben haben, sowie einen Bonus für die Menge an ERF, die sie sammeln. Das ist sehr gut. Wir sind aktuell bei C+, akademisches Ergebnisgrad. Oh, so, die Bedürfnisse der Studierenden zu erfüllen, ist eine von mehreren Möglichkeiten zur Verbesserung der Noten. Und im nächsten Schritt steht etwas Lernarbeit an. Glücklicherweise haben die Studierenden gerade ihre ersten Aufgaben erhalten. Aufgaben bieten ihnen eine Möglichkeit, außerhalb des Hörsaals ERF zu sammeln, Erfahrungspunkte zu sammeln. Es sieht aber danach aus, als bräuchten sie eine neue Einrichtung. Öffne deinen Posteingang und sieh, was sie benötigen. So, unser Posteingang, das findet ihr hier rechts an der Seite. Da könnt ihr draufklicken und das ist im Prinzip so klassisches, so ein klassischer Mail-Eingang. Und dort seht ihr immer, was ihr als Campusleiter, als Dekan hier an der ganzen Sache machen könnt. So, ja, herzlich willkommen und ihr seht eine Aufgabenanfrage von der guten Piper McGuffin. Eine Bibliothek zur Orientierung, sieh dir diese Bücher an. Also wir brauchen eine Bibliothek, 9 Stimmen zu und das werden wir natürlich angehen und bauen. Ich zeige euch nochmal, wo ihr das findet. Bibliotheken findet ihr hier beim Baumenü und dort findet ihr jetzt die ganzen Zimmer, hier unten die Bibliothek. Hier habt ihr natürlich dann die ganzen Sachen, die Einrichtungsgegenstände für den Flur. Da müssen wir nochmal schauen, dass wir das noch ein bisschen hübscher machen. Das sieht im Moment noch nicht so gut aus. Hier draußen will ich nochmal ein bisschen was hinsetzen. Wir brauchen vielleicht noch ein paar Leute, aber das kriegen wir mit der Zeit alles hin. Wir haben hier ja echt gar nichts, ne? Isobel Fluff haben wir hier. Das ist komödiantisches Timing. Wo gucke ich überhaupt? Ach, bei den Dozenten. Nee. Wenn überhaupt, würde ich gerne noch ein, zwei Hausmeister einstellen. Ursula Nuier, Camilla Bounce. Okay, das sehen wir gleich. Hausmeister sind immer wichtig. Wir müssen ja natürlich auch irgendwie diese Mülleimer leer kriegen, die ganzen Sachen reparieren und all sowas. Aber jetzt lassen wir uns nicht ablenken. Jetzt werden wir erstmal eine Bibliothek bauen, bitte. Und dazu gehen wir einmal hier rein. Duschraum haben wir, Vorlesungssaal können wir dann auch bei Zeit nochmal einen größeren bauen. Bei der Bibliothek möchte ich tatsächlich ein bisschen aus den Vollen schöpfen. Und da ist jetzt die große Frage, wo wir die hinbauen. Ich würde gerne die Bibliothek in diese Richtung setzen, hier unten rein. Und ich hoffe, dass wir die vernünftig da reinkriegen. 4x5. Gucken mal, dass wir das da reinkriegen. Die Tür da vorne auf die Ecke.
So, dann können die Leute hier nämlich hier rein und dann können wir mal schauen, dass wir hier vielleicht noch ein paar Sitzmöglichkeiten aufbauen, sodass die auch wirklich hier mit ihren Sachen rumsitzen. Ja? Also ich bin früher, wenn ich aus der Uni gekommen bin, bin ich auf jeden Fall auch in die Bibliothek gegangen und dann habe ich mir ein Buch geschnappt und habe mich irgendwo hingesetzt, habe irgendeinen mit unseren Mitkommilitonen, habe ich da irgendwo einen Raum gesucht oder Platzmöglichkeiten, Sitzmöglichkeiten. Hier gegenüber von diesen beiden finde ich das sehr passend. Dann kann man sich hier hinsetzen und im Notfall ist man auch relativ schnell im Vorlesungssaal oder hier hinten bei den Sachen. Das finde ich eigentlich ganz, ganz schick. Und dann schauen wir mal, dass wir hier vorne die Sachen machen. Jetzt müssen wir hier natürlich eine Mindesteinrichtung bauen. Ihr seht die Sternchen. Das heißt, wir haben natürlich eine Bibliotheksrezeption. Und die kommt einmal direkt hier an die Tür. Also drehen wir uns mal. Mit Y habt ihr mir geschrieben, kann ich auch drehen. Vielen Dank dafür. Das ist ein sehr cooler Tipp. Eine Rezeption bitte. Und dann machen wir einmal Bücherregale. An einer Bibliothek gibt es tatsächlich Bücherregale. Gucken wir mal, dass wir die einmal dahin platzieren. Und, okay, da kommen sie nicht ran. Da müssen wir, können wir die? Ne, kommt immer noch nicht ran, ne? Nicht erreichbar. Dann setzen wir das einmal nach dort. Dann können sie hier hinten zu den Bücherregalen gehen. Dann werden wir jetzt nochmal Zeitungen platzieren. So, das sind Regale für die Buchauslage. Das sind normale Bücherregale. Buchauslage würde ich... Tja. Setzen wir das am besten hin. Wenn wir sagen, wir ziehen das mal von der anderen Seite auf. Wir haben ja noch Arbeitsplätze. Eine Computerkabine und eine Lehrbuchkabine. Würde ich gerne hier hin platzieren. Es gibt einmal die Computerkabine. Dann gibt es einmal die Lehrbuchkabine und ich hoffe, ach schade, da passen keine zwei hin. Guck mal, dann machen wir da hinten einfach ein Blümchen hin. Machen eine weitere Lehrbuchkabine. Mal schauen, wo wir das hinmachen. Auf jeden Fall brauchen wir auch ein Anschlagbrett. Das darf hier neben der Tür natürlich nicht fehlen. Einmal dahin bitte. So, jetzt ist die Frage, wo kommt die nächste Lehrbuchkabine hin? Ich würde fast sagen, wir machen dann noch eine zweite nach hier. Dann setzen wir die einmal dahin. Zwei Stück. Zack. Und dann, wenn es geht, nach da auch noch. So. Dann haben wir hier vier Buchauslagen. Zwei Lehrbuchkabinen, zwei Computerkabinen, die sind ein bisschen abgetrennt. Da können wir noch einen Mülleimer hinbauen. Da vorne, da in die Ecke kommt ein Desinfektionsmittelspender. Und jetzt würde ich hier... ich würde gerne hier noch eine Pflanze hinbauen. So, ich hoffe, damit können die Leute... Die Leute können hier rein. Also, wir checken das nochmal. Wir gehen hier rein. Hier ist die Buchauslage. Da können wir uns Bücher angucken. Und ein bisschen abgetrennt von den ganzen Sachen hinter den Bäumen und Büschen, Regalen, finden sich zwei Computerarbeitsplätze und zwei Bucharbeitsplätze. Ja, 30.000 für unsere Studenten, nur das Beste. 5 Sterne, wunderbar. Auf geht's. Habe ich die Boogie Nights zu und da ist es. Diese in Metall Assistenten benötigt, genau. Also, ihr braucht natürlich, wenn ihr hier einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellt, dann braucht ihr natürlich auch dort jemanden, den ihr dort einstellt. Das seht ihr hier, stellt einen Assistenten ein, schließt eine der Aufgaben im Raum ab. Mit anderen Worten, die Aufgaben, das sind nicht, das ist vielleicht ein bisschen verwirrend am Anfang, das sind nicht Aufgaben, die ihr abschließen müsst, sondern Studenten müssen jetzt Aufgaben in der Bibliothek abschließen, zum Beispiel sich da hinsetzen und so weiter und so fort. Deswegen müssen wir aber erstmal hier reingehen und eine Assistentin einstellen. Das müsste dort sein. Jetzt gucken wir mal, wen wir da haben. Ich würde gerne eine von denen, Raymond, Perry oder Ellie. Also auf jeden Fall nicht die mit 24.000. Müssen wir jetzt mal ein bisschen drauf achten. Lernboost, die haben alle dieselben Perks, von daher ist es eigentlich egal.
Ja. Ene, mene, mu und raus bist du. Dann nehmen wir Raymond. Einmal dahin bitte. Und auf geht's. So, und da kommt schon der erste. Aufgaben abzuschließen ist eine tolle Möglichkeit, um außerhalb des Hörsaals ERF zu sammeln. Sehr schön. So. Also Kids, immer schön ritterlich bleiben. Guckt euch das an, wie viel hier los ist, wa? Hausmeister für Wahnsinn. Die Reparatur am Rednerpult gebraucht. Danke. Hausmeister am Reparatur am Rednerpult. Wir werden auch gleich mal einen weiteren Hausmeister einstellen. Gucken wir mal, wen wir da Schönes haben. Bringt sich selbst zum Lächeln. Plus 4% Zufriedenheit. Okay, vielleicht machen wir das gleich. Sehen wir mal, was die Studierenden sich in ihrer nächsten Vorlesung wünschen. Eine Vorlesung im Studiengang Forschologie mit Note B. Ja, hoffen wir mal, dass wir das jetzt hinkriegen, wo wir die Bibliothek haben. Wie verbessert ihr natürlich die Noten? Ich denke, das ist klar. Ihr müsst den Leuten natürlich bieten, was sie brauchen. Sie brauchen Bücher, sie müssen lernen, Computerarbeitsplätze. Die brauchen natürlich was zum Schlafen, Pipi machen. Die brauchen Labore. Das sind so die Sachen, die wir damals auch hatten. Und das sind so, denke ich mal, diese Standardsachen hier in den Unis. Und wir werden auf jeden Fall noch einen weiteren Hausmeister einstellen, während die arbeiten. Bewegungstempo. Also wenn ich ehrlich bin, finde ich ihn eigentlich gar nicht so schlecht. So. Dann haben wir hier gleich mehr. ERF-Bonus 7000. Sehr schön. 11.000. Wir gucken mal. Bilanz. Studiengebühren 7000. Mieten 7000. ERF-Bonus 8000. Das ist sehr gut. Monatlicher Gewinn 11.000. Mitarbeitergehälter 6000. Das können wir annehmen. Schade. Ablehnen geht leider nicht. Aber das ist auch nicht so schlimm. So, hier vorne gibt es was zu futtern. Wir könnten da noch was aufstellen. Oh, hier bahnt sich eine Freundschaft an. Schaut mal. Rambo ist mit Willow Weaver befreundet. Wir könnten ihn vielleicht noch ein paar Möglichkeiten bieten, hier zu schlafen. Ich finde, 6 sind für die Anzahl der Studenten ein bisschen wenig. Wir gucken mal. Unterhaltung ist schlecht. Gesundheit. Besten Dank. Gothics lieben die Dunkelheit und die Nacht. Und antike Sonnenschirme. Lernkurve sieht gut aus. Gesamtschulden ist uns in Vorlesung besucht. Aufgaben abgeschlossen. 2. Das ist gut. Also was hier ein bisschen fehlt noch bei uns ist irgendwas zum Thema Gesundheit und allgemeine Unterhaltung. Da müssen wir also noch was bauen für die Leute. Das wäre ganz gut. Das müssen wir auf jeden Fall noch hinkriegen. Da haben wir nämlich aktuell noch gar nichts. So, wir sind im Januar. Das heißt, das sollte bald vorbei sein. Wir machen mal ein bisschen schneller. Und dann gucken wir mal. Er hat hier gerade nichts zu tun. Schade. Er guckt sich das Anschlagbrett an. Steht nichts dran, schade. So, wie sieht's aus? Wir sind bei 99% monatlicher Gewinn. 1000 nur? Okay, 7000. Auf dem Campus gibt's für Hausmeister eine Menge zu tun. Überlege dir, ein paar Hausmeister einzustellen. Das habe ich schon, mein Bester. Deine Studierenden haben sich von drittklassigen Trotteln zu erstklassigen Eierköpfen entwickelt. Fassen wir nochmal zusammen, wie dir dieses Kunststück gelungen ist. Ja? Na dann los. Also, stelle besseres Personal ein und Einrichtungen bereit, um die Noten der Studierenden zu verbessern. Verstanden. Sorge dafür, dass sich Studierenden wohlfühlen und die Lernkurve zu erhöhen. Verstanden. Verdiene mehr Geld, indem du deinen Campus vergrößerst und mehr Studenten anlockst. Auch das habe ich verstanden. Gucken wir mal. Verstanden. Okay, dann weiter. Glückwunsch. Du hast für das Erreichen deiner Ziele etwas Kudosch verdient. Was ist Kudosch? Verwende die schwer verdienten Kudosch-Punkte, die kriegen wir zum, die sehen wir hier unten, die kriegen wir, naja, also wenn wir ein paar Ziele erfüllen und wir können dort Outfits, Innenausstattung und so weiter freischalten, quasi als zusätzlichen Bonus. Wir gehen mal hier rein, jetzt sehen wir hier eine ganze Menge Sachen, die wir hier noch freischalten können, für diese Kudosch-Punkte und da müssen wir gleich mal schauen, ich bin ja immer so ein Freund irgendwie so von Teppichen oder sowas, das finde ich immer ganz praktisch. Irgendwo so einen Teppich hinlegen. Können wir mal gucken, was wir da haben. Das nicht. Ein Wasserspender. Hat natürlich auch was, ne?
Aber wir wollten ja auch hier zwei Tische aufstellen. Ich hoffe, das passt. Ein sozialer Tisch, den haben wir ja. Können wir einmal da hinstellen und da, dass die Leute sich auch wirklich hinsetzen können. Das finde ich wichtig. Das lassen wir nochmal sein. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Wir heben uns die Kudosch-Punkte mal auf. Da will ich jetzt nicht zwangsweise... Ach, wir müssen ein Objekt freischalten. Dann nehmen wir vielleicht mal ein günstiges. Also ein Wasserspender, finde ich, kann man immer gebrauchen. Eine Liebestrompete. Oder halt so ein Teppich. Ein Ententeppich. Nee, wir machen einen Wasserspender. Wasserspender finde ich gut. Wasserspender ist immer wichtig und der kommt einmal... Können wir den da hinstellen? Nein. Aber der geht dahin. Zack. So. Ein neues Personalzimmer. Wunderbar. Zeige ich euch gleich. Dann haben wir hier jetzt einen Wasserspender. Dann können die Studenten sich da bedienen und hier hinsetzen. Ach schön, ist das nicht toll? Wunderbar. So, durchschnittliche Personalzufriedenheit 64% haben wir erreicht. Verfüge über 5 Mitarbeiter. Das machen wir gleich und baue ein Personalzimmer. So, wir haben jetzt ein paar Zimmer neu zur Verfügung. Ein Aufenthaltsraum und ein Personalzimmer. Es gibt einmal das Personalzimmer. Hier ist man vor Studierenden sicher und ein Aufenthaltsraum. Der ist für Studierende. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Und wir wollen auf jeden Fall zwei bauen. Und wir fangen mal mit dem Personalzimmer an. Und ich würde das Ganze jetzt versuchen, ein bisschen thematisch einzusortieren. Wir versuchen auf der Seite, versuchen wir Studentenräume zu machen, wie Aufenthaltsräume, weitere Schlafsäle, Pipi-Räume und so weiter und so fort. Hier oben machen wir weitere Labore und Hörsäle, nach Möglichkeit getrennt in gewisse Bereiche. Gucken wir mal, dass wir hier Forschologie weiter ausbauen. Und wenn wir jeweils neue Studiengänge anbieten, dann werden wir neue Gebäude kaufen. Das können wir zum Beispiel, hier könnten wir was kaufen. Oder da hätten wir noch was frei. Mehr Platz haben wir hier nicht. Da hinten hätten wir noch ein bisschen was. Mehr aber tatsächlich nicht. Okay. Also, wir gucken mal, dass wir dann hier drin bleiben und den Aufenthaltsraum, den würde ich dann hier hinsetzen und den Pausenraum, den bauen wir jetzt einmal da unten hin. Das ist einmal das Personalzimmer. Das sollen wir natürlich auch bauen für unsere Leute. Und auch da können wir wieder eine ganze Menge errichten. Ich würde das gucken, dass wir das hier in so eine Ecke reinkriegen. 4x4. Hoffen wir mal, dass das groß genug ist. Machen die Tür da rein und da haben wir eine ganze Menge Stuff, den wir da reinsetzen können. Wir haben 180 Kudosch-Punkte. Die würde ich dann gerne eher für die Studierenden ausgeben. Nicht dafür. Wir gucken mal sicherheitshalber hier rein. Nein, ich möchte das schon weiterbauen. Wunsch nach einem Aufenthaltsraum wird gemacht. 7000, okay. Aufenthaltsraum bauen wir gleich. Jetzt machen wir erstmal den Pausenraum weiter. Und jetzt ist die Frage, wie wir den hier einrichten. Also auf jeden Fall brauchen wir Sofas. Okay, wir haben noch nicht allzu viele Sachen. Ein Personalzimmer-Anschlagbrett. Ja, das ist eigentlich so immer das Erste, wo die Leute, denke ich mal, drauf gucken, wenn sie reinkommen. Das sollten wir machen. Und neben der Tür ein Desinfektionsmittelspender und davor einen kleinen Mülleimer. Das ist schon mal okay. So, Ablagefläche, so kommunizieren Mitarbeiter. Setzen wir dahin, damit wir auch genügend Ablagemöglichkeiten haben. Und jetzt haben wir hier natürlich auch noch Automaten, dass die sich gut fühlen. Das machen wir auch. Einmal dahin. Dann gibt es natürlich in die Ecke das obligatorische Blümchen. Dann ein Dartbrett da vorne hin, dass die ein bisschen spielen können. Und hier würde ich jetzt gerne eine Sofagarnitur bauen. Einmal dahin.
einmal dahin. Wir können den sogar noch ein bisschen weiter rausziehen. Und da ein Sessel rein. So. Und jetzt gucken wir mal, ob wir da irgendwas Schönes haben, was wir da hinbauen können. Ja, irgendwelche Stühle nicht. Ja, auch ein Gemälde, das wäre doch was. Oder ein Fernseher. Der kostet allerdings ein bisschen viel. Haben wir nicht irgendwas, was sich bewegt? Zug auf einer Leinwand, 100 ist mir zu teuer. Was kostete denn der Fernseher? 50. Dann nehmen wir den. Und den stellen wir einmal dahin. Zack. Und dann können sie sich hier hinsetzen und dann können sie da vorne ein bisschen fernsehen. So, wir gucken mal, ob wir an alles gedacht haben. Die kommen rein, desinfizieren sich die Hände, gucken ans Anschlagbrett, kommunizieren miteinander. Dann haben sie hier was zu essen, zu trinken, können sich hier ein bisschen ausruhen und entspannen. Und wenn sie sich hinsetzen wollen, haben sie die Möglichkeit und dort ist ein Fernseher. Ich würde sagen, das ist okay. Das ist ein sehr schickes Personalzimmer. Und dann haben wir noch eine Mail übrig. Und das wird einmal bitte das Aufenthaltsräumchen werden. Und das würde ich gerne da hinten in die Ecke bauen. Das ist nur die Frage, wie groß das macht. Ich würde mal sagen 6x6. Ah, wir machen mal 5x6. Wollen wir uns mal nicht übertreiben. Denn wir müssen ja hier vielleicht noch dann eine kleine Toilette bauen hier dran. Das fände ich auch nicht schlecht. Jetzt gucken wir mal, was wir da alles haben. Eine Tür brauchen die. Ja, das kriegen sie. Einmal daran bitte. So, dann haben wir. Wir verschaffen uns erstmal einen Überblick. Sitzmöglichkeiten, Kühlschrank, Essen und Spielen gibt es noch nicht. Das sind Kudosch-Punkte. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir auch hier vorne. Haben wir irgendwelche Eingangssachen? Ja, auch hier wieder Mülleimer am Eingang. Einmal dahin. Desinfektionsmittel. Dann würde ich sagen, gucken wir, dass wir eine Küchenzeile machen. Zum Waschen bitte. Da müssen wir noch einmal nach da gehen. Dann mit Mikrowelle. Und einen Kühlschrank abschließend da dran. So, dann haben wir hier eine schöne Küchenzeile. Das finde ich gut. Hinter die Küchenzeile kommen so ein paar Blümchen, dass das auch ein bisschen getrennt aussieht. Obwohl wir die, nee, die schieben wir nochmal woanders hin. Wir machen hier an die Seite noch die Automaten. So. Und hier vorne kommen dann die Blümchen hin, dass wir das so ein bisschen abtrennen, das Ganze hier. Okay. Dann hätten wir auf jeden Fall den Fernseher. Dart, so. Also wir haben eine Küchenzeile, da können Sie sich was zu essen machen. Dann brauchen wir natürlich noch was zum Sitzen. Und einen Innentisch. Pass mal auf, den können wir doch, wir können die auch verkaufen. Und hier in die Mitte einen Tisch setzen. Einmal dahin. So, dann machen wir da jetzt ein paar Blümchen. So. Und dann kriegen die die gleiche Ecke wie die Professoren. Einmal. Zweimal. Ein schicker Sessel. Und ein Fernseher. So. Und dann wollen die natürlich auch noch ein bisschen was spielen. Und da würde ich gerne noch ein paar Dartpfeile aufhängen. Und dann haben wir da hinten in der Ecke noch was frei. Und jetzt checken wir mal. Wir haben noch 130 Kudosch-Punkte. Also wenn ich ehrlich bin, ein Kicker, oder? Ja, komm, ein Kicker. Ja, auf jeden Fall. Da bauen wir dir noch ein paar Kicker hin. So. Ja, ich würde sagen, das ist doch ein schicker Aufenthaltsraum, oder? Ihr kommt rein. Zack. Ihr kommt rein. Habt hier
eine Küchenzeile. Dann könnt ihr euch hier gemütlich hinsetzen, Fernsehen gucken und hier an der Seite ein bisschen zocken. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir die nächste Zeit überstehen und noch einen weiteren Mitarbeiter einstellen. Und das machen wir aber in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin, euer Strategien. Ciao, ciao.